War natürlich sehr, sehr hart, weil ich ja vor allem auch erst vor 2 Tagen den Antrag bekommen habe. Und da war ich auch noch völlig euphorisch. Dann der Marathonsieg war auch noch richtig geil. Und dann halt einfach, oh nein, dann ringe ich schon nach 2 Tagen weg. Und dann, naja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den vor allem wieder bekomme? Also eher gering. Wir saßen da rechts in der Parkbucht mit Freunden in Campingstühlen und haben eigentlich Freunde von uns angefeuert. Und ein Läufer des Hauptfeldes hat dann diese Kette bei uns abgegeben. Und wir dachten schon, das muss ja irgendwas Besonderes sein, haben sie dann erstmal zur Seite gelegt und wussten aber nicht genau, wie sie bei, weiß ich nicht, wie viel tausend Läufern den Weg zurückfinden soll. Und haben sie dann erstmal dort auf dieses Baustellenschild gelegt und später habe ich dann eben den Aufruf von Esther bzw. von dem Generali-Marathon gesehen, ich ganz zufällig, nochmal beim Durchscrollen und von Instagram und dann habe ich Esther direkt geschrieben. Dann bin ich vorher schon runter, habe die Kette mit hochgenommen, habe die gesichert, weil ich ja dann wusste, wo sie hingehörte. Sie war zum Glück noch da, also kein Laubbläser und die ABB oder so haben sie nicht weggeräumt. Und dann habe ich sie zur Seite gelegt, habe Esther geschrieben. Wir haben uns dann schnell verständigt, dass sie die heute abholen kann. Als Dankeschön den Siegerblumenstrauß zu erhalten, ist natürlich eine Riesenehre und eine enorme Wertschätzung. Also das zeigt mir auch, wie wichtig den beiden das Ganze ist. Und auch für mich, einfach total schön, den jetzt bei mir oben stehen zu haben und dann irgendwie noch diesen ganzen Tag dann damit abzurunden, mit diesem sehr aufregenden, tollen Erlebnis, was ja im Endeffekt alles gut ausgegangen ist. Ich bin so unfassbar glücklich, dass das jetzt tatsächlich geklappt hat und ich den Ring in meinen Händen wieder habe und an meinem Finger. Ja, dadurch, dass ich hier in Köln gewohnt habe, werde ich auf jeden Fall sicherlich sehr oft noch mal in Köln sein und ich glaube, jedes Mal, wenn ich hier in der Nähe bin oder hier vor allem an der Dürener Straße vorbeifahre, werde ich einfach denken so, oh mein Gott, was ist mir da nur passiert?